Hallo Leute, herzlich willkommen bei Gregus Outdoor. Ich bin heute wieder mal in meinem Camp. Ich war jetzt schon eine kurze Zeit nicht mehr hier. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich kein Video gemacht. Aber ich zeige euch mal, was hier so gegangen ist. Als erstes habe ich mein Sägebock noch fertig gemacht. Jetzt ist einigermaßen, ja, es reicht. Ich werde ihn sicher noch einmal auseinandernehmen und neu machen, weil ja, es ist nicht so genau das, aber man kann jetzt etwas sehen. Dann habe ich freundlicherweise vom Landbesitzer noch solche Holz bekommen. Da habe ich jetzt einen anständigen Bock. Da kann ich den kleinen Scheitbock weglassen, benutze nur noch diesen. Dann habe ich auch hier noch zwei und ein dritter ist noch hier. Auch mitgegeben hat er mir noch solche Scheiben, die sind auch super. Dann habe ich mir hier eine kleine Feuerstelle eingerichtet, hier eine kleine Feuerschale selber gemacht. Das war mal ein alter Kehricht. Dann ein Dreibein mit Haken, um den Kessel einzuhängen. Auch hier mit dieser Kerbe kann man den Stock schön in der Höhe verstellen. Was auch noch neu ist, ist hier das Bascha. Das hängt jetzt hier so. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das Bascha hier raufzuhängen. Nach hier und nach da vorne, das heißt, die ganze Fläche hier, so wird alles gedeckt. Das sind eigentlich die News. Das neue Projekt wäre dann dieser krumme Pfosten hier. Der wird noch gerade gestellt. Dann ist das nächste Projekt hier von diesem Ast zu diesem Baum nochmal ein Balken und dann hier alles zumachen, dann könnte ich nämlich hier das Holzlager machen und hier wäre dann das Loch wäre geschlossen. Dann ist auch noch ein Projekt, die Bank, die hier ist, die will ich eine dort machen und eine hier. In der Mitte kommen dann diese Holz, dann gibt es nämlich wie eine schöne Bank und man könnte dann auch im Winter mal darauf übernachten. Ja, das war jetzt mal wieder etwas Kleines aus dem Camp. Ich werde dann noch, eben wie gesagt, hier vorne noch zutun. Mal sehen, ob das heute noch reicht. Und ja, ansonsten kommt es gut. Bin zufrieden hier, es ist schön. Doch. Ich fange jetzt mal an mit der Wand, wie gesagt habe. Die von da drüben nach dort geht. Ich werde jetzt mal einen kleinen Balken schneiden, den ich am Baum anlehnen kann, dass ich den anderen Balken drauflegen kann. Den habe ich jetzt hier auf meinem Sägebock und jetzt werde ich ihn mal einkürzen. So, jetzt werde ich mit der Axt noch die überstehenden Äste abmachen und dann habe ich schon den ersten Balken. Der wird dann etwa hier kommen, circa so. Dann hier habe ich die Auflage bis dort zum nächsten für mein zusätzliches Dach.
So, jetzt muss ich einen Prosser haben, der hier darüber geht. Und dann wäre schon die halbe Arbeit getan. So, das Ganze noch zusammenbinden. Und dann wäre schon der erste Balken schon wieder gesetzt. So, noch auf der anderen Seite. Der erste Anfang. Hier konnte ich schön auf diesem aufstützen und hier habe ich jetzt mir dieser hier hingestellt. Das hält. Jetzt werde ich anfangen, hier via das Shelter wieder von oben nach unten mir Äste zurechtzuschneiden, damit es dann eine schöne Fläche gibt. Dann kann man dann hier noch hierüber ein Dach weiterbauen. Doch, kommt gut. So, hier kann man es etwa erahnen, wie es dann kommt. Jetzt wird eigentlich die ganze Fläche hier wird noch zugetan. Und dann muss ich nur noch diese Lücke hier verschließen. Und dann sind die schon wieder recht einen Schluck weiter. Ich zeige euch noch schnell, wie ich es mit dem Bascha gemeint habe, wegen dem Spannen. Und zwar sieht das so aus. Ich habe einfach hier eine Schnur und am anderen Baum eine Schnur. Dann kann ich das Bascha schön spannen. Ich habe jetzt eine schöne Fläche bekommen. Das macht natürlich das ganze Lager ein wenig größer. Auch wenn es regnet. Wir waren schon hier und es hat geregnet die ganze Nacht und es war kein Problem. Ab und zu ein kleiner Wassersack, aber den konnte man dann wieder lösen. So habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht wird es mal noch anders kommen, aber im Moment passt's. Und wenn sie nicht gebraucht wird, kann ich sie hier schön aufhängen. Okay,
dann sage ich mal tschüss, danke fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.